Ich hätte es ja nochmal auf die andere Art und Weise machen können. Okay, Berin, bitte das Gerät nicht ausschalten. Speichern abgeschlossen. Bitte das Gerät was? Bitte das Gerät. Bitte das Gerät nicht rausziehen. Alles klar. Hallo Maya. Hi. Hi nun. Ich sage hi nun. Oh. Es gab gut Münzen. Okay. Ah, da ist nix. Ah. Hi Nick. Ist ja noch was. Na! Okay, hier ist eine Maus. In diesem Haus, namens Dillery. Okay. Namens Klaus. Okay, die wollte nicht raus. Da war ich falsch. Da kam dann noch eine Laus. Und die lud sie ein zu einem Schmaus. Genau. Und leider ist jetzt auch die Geschichte zu Ende. Aus. Das wäre zu einfach. Aber es reimt sich. Wie sie auf sie. Wie sein auf sein. Ja, genau, sein auf sein. Hey, Nisten. Hey, Kissen. Hey, don't hey, listen. Hey, don't listen, du wirst gleich sterben. Da 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 da. Tschu. Tschu. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich weitergehen soll. Ich weiß auch noch nicht, wo ich weitergehen soll, aber egal, ich gehe erstmal hier lang. Ich meine, hier war ja noch was, war ja noch ein Weg, den ich nehmen konnte. Da war ja was. Da war irgendwas, also hier kann ich rein und dann. Ja, das ist richtig. Günther. Okay, und jetzt muss ich hier runter und schauen. Ich versuch's mal auf der rechten Seite, weil it's the right way. Okay, das war mal was. Nein, ein Kind in mich hier. Ja, ich will es haben. Telekinese. Psychokinese. Ja. Psycho mit Käse. Nein. Kackmäuse. Nein. Die haben wir ja befreit, diese auch. Ja. Ich wette, das wäre auch dieser Fisch, dieser Tintenfisch da gewesen, wenn wir richtig gegangen wären. Ich guck mal. Ich nehme mal den anderen Weg noch. Trotzdem habe ich immer dann noch, habe ich dann noch immer keine Ahnung, wie es dann weitergehen muss. I don't even know, dude. Ach, die schon wieder. Die sind so langsam. Kann ich die nicht genau umbauen? Wie in der Schule, bei den Eingängen. So. Ach, der Typ wieder. Guck wieder weg. Danke. Hopp. So. Wenn ich noch ran kann, war der Zug nach Burgdorfer. Schofurt. Schofurt. Furzen. Wie? Oh, ja. So, wir sind jetzt immer auch wieder voll. Bin ich wieder da. Willkommen zurück. Das wollte ich jetzt sagen. Das tut mir leid. Ich schon okay. Oder für Ford. Ich fahre einen Ford. Doch als ich an dem Wagen ankam, als ich an dem Parkplatz ankam, war der Ford schon fort. Nein, ich fahre keinen Ford übrigens. Ich fahre jetzt momentan erstmal einen Roller. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei meinem Roller. So, jetzt gehe ich mal links lang. Links langs. Because it's the left side. Und jetzt auf einmal ist es richtig. Irgendwie richtig unlogisch. Da komme ich. Ach so, nee, weil doch klar, ich komme ja bei dem einen auf der rechten Seite raus, weil ich links reingehe. Das macht schon Sinn, wenn das ja andere von der anderen Seite gesehen ist. Ja, doch.
wollte es willkommen zurück jetzt schreiben. Dann merke ich nicht. Den merke ich nicht. So. Ha, ihr Mäuse könnt ja gar nichts. Ich habe eine Peitsche. Oh. Kommt ihr nicht an? Aber jetzt muss ich immer noch rausfinden, wo geht's denn hier weiter? Stimmt. Ah. Gute Güte. Ute Güte. Hallo, mein Name ist Ute. Ute Güte. Vielleicht ja hier lang. Hey, Erlen, wie heißt die Stube, in der dein Meister immer war? Die Chatudier-Chatube. In der er chatudierte. In der Chatube. Weißt du, ja. Diese Chatube, in der... Jemand chatudierte, ja. Ja. Nehmen wir andere Chatube-Stuben. Es scheint aber nicht so, als wäre hier irgendwie so. Ich glaube, ich gehe hier im Kreis. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall bin ich hier, denke ich, falsch. Mal gucken. Jeder muss sein Lebenstier mit Begründungen nennen. Meins ist das Faultier, weil mich perfekt repräsentiert. Meins ist... wahrscheinlich auch das Faultier, bloß ich bin zu faul, es zu sagen. Oh, Max Level Faulheit. mein Lieblingstier. Gehen auch übernatürliche Tiere? Nein, nur Tiere, die echt existieren. Ah. Ansonsten wäre ich vielleicht, wäre mein Lieblingstier vielleicht, Moment mal, die gibt's ja doch. Moment Kanukis. Mal. Also mein Lieblingstier wäre dann irgendwie so ein Drache oder... Ja. Mein Lieblingstier wäre Glurak. Ein Werwolf. Da Vampir! Vampir? Oh! Also oh. Das ist ja sozusagen auch eine Kreatur oder sowas. Oh, hier gibt's ganz viel zu sammeln. Der Orca, er ist süß, intelligent, gefährlich und frisst in meine ehemaligen Zweitlieblingstiere, Pinguin. Pinguine sind auch süß, auch wenn sie wütend sind. Dann gehen sie immer so richtig niedlich, so. Weißt du, was Obamas letzte Worte waren? Er lebt doch noch. Nee, aber als Präsident. Ach so, er ist doch noch Präsident. Nein, nicht mehr wirklich. Naja, er ist noch im Amt. Ja. Also hat er noch gar keine letzten Worte gesagt. Außer vielleicht sowas wie wählt nicht Donald Trump. Keine Nö, er hat gesagt Obama out und einfach den Mikrofon fallen lassen. Wow. Ja. So einfach kann's gehen. Donald Trump ganz im Donald Duck. Donald Dunk. Dump. Donald Dump. Aber ganz im Ernst, will quasi eine chinesische Mauer zwischen Mexiko und USA, Mann, das finde ich einfach so richtig bescheuert. Ich würde dir auslachen, wenn dann irgendwie so ein Mexikaner Präsident wird. Geht das überhaupt? Ist denn einer zur kandidiert denn überhaupt einer? Ich weiß nicht, aber es wäre ziemlich lustig. Mhm. Ich gehe da nochmal hoch. Bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob... Ach nee, Moment, doch, von da kam ich. Aber wo soll ich denn dann hin? Ich gehe da nochmal rein, aber ich bin mir sicher, die sind nicht dorthin gelaufen. Bin mir hundertprozentig sicher, dass die da nicht sind. Uah! Aber wo sollen denn... Haben wir irgendwas übersehen? Ich hasse diese Spiele, die so ungenau sind, was das... Mann, ich habe immer Shanti anstatt Shanté. Trinkst du auch gern Shanti? Ja, sogar sehr gerne Shanti. Shanté? Ein Shanté. Ein Tee aus Sean. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Aus Jean. Jean-Tee? Phönix im Sinne von Vogel, der stirbt und danach wieder lebt, gibt es nicht. Oh, schade. Oh. Einhorn! Gibt's die?
In der fantastischen Welt schon. Ah, oh, und wie ist die fantastische Welt so? Fantastisch! Okay, also wir haben die alle rausgelassen, aber wie kommen wir denn selber jetzt wieder raus? Ich will keine Prinzessin sein, ich will raus! Kann ich jetzt hier unten lang? Bringt mir das was? Ach, klar. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Oh. So, bisschen. Und Licht. Ich wollte gerade extra noch suchen, wie wir weiterkommen, und dann findest du es einfach. Pff. Ja. Da bist du ja. Oh, ein Fanta. Endlich. Ein Fanta-Esstisch. Ein Fanta-Esstisch. Ah, mal schauen. Da, schauen, das Tee. Ah, mal schauen. Das Tee. Okay. Sei kein Tee, sei schauen, das Tee. Also, da ist ja jemand. Hast du es schon vorgelesen? Ich habe das nicht mitbekommen. Ja, habe ich. Aber weißt du, was ich realisiert habe? Ich muss die drei Personen da reden. Also, jemand ist dazugekommen und hat nichts verpasst, außer das da. Ja. Aber das hat man ja nicht verpasst. Also, wenn Light noch nicht wiederkommt und die Szene vorbei ist, dann lache ich. Wenn wir alle zusammenarbeiten, sollten wir in der Lage sein, diese Vorrichtung zu bedienen. Oh ja, hängt euch ran. Oder rein. Wir sind nicht schwer genug. Oh. Obwohl Blondie uns mit ihrem Ballast mächtig hilft. Oh, oha! Sei. Entschuldigung? Die sieht gar nicht dick aus. Ja, das stimmt. Du bist wahrscheinlich so viel wie ein Bleiballon. Oder zwei. Ein Bleiballon. Oder ein Bleiballon kann übrigens immer noch sich in der Luft halten. Ich zitiere, das Spiel ist ab 6. Ja. Können wir wenigstens versuchen, zusammenzuarbeiten? Ich werde nicht mit ihr arbeiten, aber für dich, klar. Ich? Bist du nicht der Gehirnfresser? Ey, die sucht ja mit jedem Stress. Wie? Nicht du, sie. Ah, dieser Lärm, das ist der Grund, warum ich alleine arbeite. Alles klar, ihr Landratten, zieht! Und, oh, ruck! Jawohl, Ma'am. Ah, wie können die denn ziehen? Sie hängen da dran. Das Einzige, was da zieht, ist ihre Schwerkraft. Sie können nicht noch mehr... Funktioniert. Oh, das ist richtig schwierig. Warum will der Esstisch sich nicht teilen? Er ist egoistisch. Natürlich funktioniert es. Du gibst zu schnell auf. Die hat eigentlich voll die geilen Augen. Wenn du etwas nach deinem Willen biegen willst, solltest du es auch brechen können. Auskotzen. Naja, sie hat brechen gesagt. Na, oh nein. Du bist ein herzeinflößende Lady. Ich stehe auf sowas. Auf geht's, lass uns alle hineinstürmen und diese Schwachköpfe verprügeln. Ja! Nein! Wir sollten leise an ihnen vorbeischleichen. Nein! Mau! Ich will sie mit einem Fächertanz ablenken. Oh ja! Ich schau mich mal um. Und tschüss! Oh, was ist groß, grau und nicht wichtig? Elefant. Oh Mann. Prinzessin, ihr seid endlich erschienen. Siehe, eine glitzernde Statue von eurer unmenschlichen, unermesslichen Großartigkeit. Das soll ich sein? Das Ding hat definitiv größere Möpse als sie. Allgemein ein höheres Volumen. Ja. Ah, aber ja, es ist euer exaktes Ebenbild. Das ist eigentlich voll der Typ braucht einfach nur eine Brille, glaube ich. So wie der reinschaut? Aber seht, trügen mich meine Augen? Prinzessin, da sind 4 von euch. Aber jede von euch ist perfekt identisch mit dieser gigantischen. Wer hat eine Brille? Titanischen!
Ah. Rundlichen. S. Hm. Korpulenten. S. Und aufquellenden, aufquellend schön ansprechend prallen Statue. Das reicht, dreht ihm den Hals um.